So. Während hier meine wunderbaren Teammitglieder das Ganze schon aufbauen, stelle ich uns schon mal ganz kurz vor. Wir sind Jaro, der hier gerade das HDMI-Kabel einsteckt, Beppo, der fleißig das Passwort eintippt, Nils, der dazu guckt und Alexi, der dahinter vielleicht ein bisschen verdeckt steht, kommen wir hier kurz ein Stückchen vor. Und ich und Florian, der online von zu Hause zugeschaltet ist und uns von zu Hause unterstützt. Genau, und wir hören jetzt erstmal, was ist überhaupt Lupo von Jaro? Also, Lupo ist vom Bundesland NRW das offizielle Programm für das Wählen der Kurse in der Oberstufe. Also Grundkurs, schriftlich, mündlich, LK, was auch immer, Abi-Fächer. Das Ganze ist leider ziemlich veraltet, absolut nicht intuitiv und unverständlich als Fakt. Wenn ich das sagen darf, glaube ich nicht. Wir haben euch mal ein kleines Bild mitgebracht von eben Lupo. Wer von euch das versteht, touché. Wir tun es nicht. Wir haben es jedenfalls nicht über die letzten 2 Jahre, in denen wir eben unsere Oberstufenkurse auch wählen mussten. Hat man sich irgendwie ist man durchgekommen. Intuitiv war es nicht und am Ende hat man keine Ahnung, was man überhaupt wirklich gewählt hat. Heißt, wir haben uns dafür eine Lösung ausgedacht. Und diese Lösung bringt euch jetzt der Florian. Florian? Ich glaube, wir haben Florian verloren. Ja. Danke, Florian. Wir machen weiter mit einer kleinen Präsentation des Ganzen. Ja? Man hat Florian nicht gehört. Sollen wir nochmal machen? Okay, wir hatten gerade kurze technische Schwierigkeiten. Man hat Florian scheinbar nicht im Stream gehört. Oh. Um das ganz kurz zusammenzufassen, es wurde quasi einfach nur das etwas ausgeweitet, was auf der Präsentation steht. Wenn ihr mitgelesen habt, dann solltet ihr alles Wichtige wissen, um die Präsentation weiter zu verstehen. Also, weiter gehen wir mit einer kleinen Demonstration von dem, was wir aktuell haben hier. Nämlich, wie das funktioniert schon mit Lupo normal ist, man bekommt eine LPO-Datei, eine Lupo-Datei, von seinen Lehrern zugeschickt, meistens von der Stufenleitung, von einem Beratungslehrer, was auch immer. Die würde man dann mit dem Lupo-Programm öffnen. Wie wir das Ganze gelöst haben, was Florian vorhin gesagt hatte, was man leider nicht gehört hat. Wir haben es so, man nimmt die Lupo-Datei, zieht sie in unser Programm rein und hat dann unser Interface in dem Fall. Wir bieten auch eigentlich eine Option an, einen Fragebogen zu durchlaufen, der dann eben herausfindet, was sind Fächer, wo unser System denkt, das ist geeignet für dich. Dazu sagt Sammy gleich noch mehr. Hier haben wir dann, falls man es selber einstellen möchte, die manuelle Variante, die einfacher zu verstehen ist. Einfach Kurse auswählen, die man zum Beispiel als Leistungskurse haben möchte. Sagen wir Englisch-Erdkunde, erstes und zweites Abifach. Und dann vielleicht noch Physik schriftlich. So simpel ist es, das Ganze auszuwählen, um einiges simpler als im Original Lupo. Man hat dann eben oben auch noch schön, wie viele Stunden brauchst du in der Woche, wie viele Fächer musst du, also wie viele Kurse musst du insgesamt auswählen. Und eben, falls die Schule noch andere Regeln festgelegt hat, würden die da auch aufpoppen. Das sind eben auch alles hier die Fächer, die die Schule eben ausgewählt hat zur Wahl. Das sind nicht einfach alle Fächer, die wir uns denken konnten. Das ist schon alles von den Schulen selbst vorgegeben. Und dann kann man im Endeffekt auch sagen,
ich bin fertig, ich möchte meine Lupo-Datei wieder runterladen. Dann kann man die an seinen Beratungslehrer schicken und die wird auch sofort von unseren Servern gelöscht. Bedeutet, wir behalten keine Daten. Datenschutz finden wir eine relativ wichtige Sache. Und jetzt kommt Samuel nochmal mit den Fragensystemen. Genau, wir haben uns überlegt, ein Punktesystem quasi zu machen, was zwei Stufen hat. Als erstes durchläuft man quasi Fragen, die, sag ich mal, Themenbereiche betreffen, zum Beispiel Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften und so weiter. Und auf diesen Antworten baut sich dann die weitere Umfrage auf. Da werden die Fragen dann immer fächerspezifischer. Genau, und am Ende wird daraus der Editor, wie ihn gerade schon gesehen habt, gebaut. Ja. Ja. Weiter geht's da. Die Datei. Und weiter geht's mit der technischen Umsetzung. Und zwar, diese Lupo-Dateien sind am Ende einfach nur Microsoft-Database-Dateien. Die lassen sich aber nicht so ganz einfach auslesen. Deswegen haben wir dann am Ende ein Tool benutzt, MBD-Tools. Und damit konnten wir diese Dateien in JSON umformatieren. Und aus den JSON-Dateien konnten wir dann mit etwas Code die einzelnen Fächer auslesen und auch am Ende die Lupo-Dateien wieder neu generieren, um die wieder an den Fachlehrer senden zu können. Ja, eigentlich wäre es das, was das angeht. Ich sollte auch noch was sagen, das wurde jetzt schon gesagt. Und dann macht der liebe Beppo weiter mit dem Backend. Ja, also zu dem Backend. Ihr habt ja schon gehört von Jaro, dass die Dateien nicht auf dem Server wirklich gespeichert werden, sondern wir behalten die nur so lange, wie auch wirklich notwendig. Das heißt, ihr ladet eure Lupo-Datei hoch. Dort wird sie in ein für uns deutlich besser lesbares Dateiformat, nämlich JSON, umgewandelt und wieder an euch zurückgeschickt. Das passiert alles im Hintergrund. Ihr müsst da nicht nochmal eine neue Datei runterladen. Und zum Schluss wieder auf den Server hochgeladen und dort dann wieder in eine Lupo-Datei umgewandelt und dann die wird dann runtergeladen und sofort wieder vom Server gelöscht, damit wir eure Daten schützen. Genau, wir haben das natürlich nicht ganz alleine geschafft. Wir hatten unsere wunderbaren Mentorinnen dabei. Das sind Martin, Jana und Pascal. Ein großes Dankeschön, dass ihr uns da so gut unterstützt habt. Hier seht ihr nochmal unseren Namen. Das war Beta Lupo. Dankeschön. Thank you.